Please, irgendwas Seltenes oder so. Oh, was? Direkt legendäre! Willkommen zur Hero Academy 2 zum Pack-Opening. Ich habe 14.900. Ey, ich habe die ganze Zeit noch probiert, diese 100 noch zu bekommen, damit ich genau 10 Packs habe. Okay, nein, dann wären es halt heute 9 Packs, die wir öffnen werden. Und ich habe seit dem ersten Mal, seitdem ich hier reingeschaut habe, glaube ich, kein Pack mehr geöffnet. Und ich brauche unbedingt neue Karten, denn mit diesen Karten, mit die ich gerade habe, komme ich gerade nicht mehr so wirklich weiter. Das ist dieses Standarddeck, was man am Anfang hat. Ich meine, Level 13 ist nice, aber jetzt merke ich schon, boah, hey, was habt ihr für geile Karten, beziehungsweise was habt ihr für geile Leute da auf dem Startfeld, die ich noch nie gesehen habe. Kurz bevor wir Openings machen, ich habe eine Karte hergestellt, so eine Billigkarte, weil ich nicht wusste, okay, was sollte ich hier machen. Wir können ja mal eben abholen. Okay, sogar wähle eine Karte aus. Oh, das ist ja nice. Das ist eine Standardkarte. Gewährt allen Dornbüschen plus 2. Reißzahngleiter. Was heißt diese 4 da unten? Wieso 4? 4? Was? Ist irgendwas falsch, oder? Deckung. Beschwört ein zufälliges Hindernis auf einem leeren Feld. Ich glaube, ich nehme dir mal diesen Reißzahn hier, oder? Ich wusste, ach, wir können sogar in unsere Sammlung einsehen. Aber man sieht ja auch hier... Wäre geil, wenn jetzt was anderes gekommen wäre. Man sieht ja auch hier unten, wir haben diesen Reißzahngleiter schon einmal, aber das andere, ich glaube, das klingt nicht so awesome. Ist cool, dass man sich eins von dreien aussuchen kann. Können wir nochmal herstellen. Ja, das dauert auch natürlich länger und kostet natürlich auch extrem. Und ich glaube einfach, dass wir sehr viele gewöhnliche Karten noch nicht haben. Leute, was sagt ihr, was würde sich hier lohnen? Also ich würde natürlich sofort das machen. Aber das geht natürlich nicht und dieses kostet nur 8 und nur 15 Minuten. Und vielleicht kriegen wir die coole ein oder andere normale Common-Karte, Standard-Karte und warum nicht für das bisschen. Also ich mache das immer. Wir gucken aber, was wir natürlich gleich bekommen von unseren Packs. Wie sieht's aus in der Gilde? Hey Leute, war krass, wie schnell die voll war. Und ich weiß auch von ganz vielen Leuten, die gesagt haben, ey, das Video kam gerade raus, Gilde voll, was soll das? Ja, ich habe jetzt so gemacht. Ihr solltet mindestens Level 7 erreichen. Oben seht ihr es, oben links, ich bin jetzt Level 8. Mindestens Level 7, wenn ihr nicht Level 7 seid, bitte nicht reinkommen, gibt es einen Kick, okay? Wir wollen hier die Aktiven drin haben auf jeden Fall. Und es gab natürlich, klar, ich sag mal hier der ein oder andere hier unten, der hat das Spiel runtergeladen, hat es probiert, gesagt, ah, das ist irgendwie doch nichts für mich. Deswegen wollen wir natürlich nur die aktiven Leute hier drin haben. Level 7 geht schnell, kriegt ihr hin. Ich werde hier ein paar Leute rauswerfen. Wie gesagt, schaut immer ab und zu mal rein, damit wir hier natürlich weiterhin in den Top 20 bleiben. Ja, wir sind schon hier, Platz 19. Geht noch mehr. Ich werde hier noch ein bisschen aufräumen. Ja, Level 7 kommt rein. Welcher Rang ihr hier seid, ja, ist noch nicht so wichtig. Ja, jeder muss erstmal ins Game reinkommen, das ist ganz neu. Aber ich sag mal, die Level, das können wir leveln, das ist easy, das geht. Level 7 sollte drin sein. Okay, dann lass uns mal... Pack-Openings machen. Ich bin jetzt, ey Leute, diese Dinger hier, noch 20 Stunden. Das reizt mich schon, ne? Also gerade hier so, ich muss mal gucken. Okay, gewöhnliche Kartenpackung. Einpackung mit 3 Karten. Ja, gönnen wir uns. Gewöhnlich, achso, okay, dann würde ich sagen, wir gönnen uns erstmal ein paar. Wofür brauchen wir sonst die ganzen Goldmünzen, ne? So, 4. Hoffentlich kriegen wir was Geiles. Können wir da, ich weiß nicht, was wir da Chancen haben, ob wir hier Legendäre bekommen, seltene, müssen wir gleich mal gucken, ob wir ein bisschen Glück haben. Steht nur mit 3 Karten, steht nichts, was überhaupt, was da drin sein kann. Okay, let's go, Leute. Erste Packung geht auf. Gewöhnliche Kartenpackung. So, das sind 3 Standardkarten. Man sieht das immer an diesen, wo leichtsinnig drin steht. Das ist halt weiß. Und ich meine, weiß ist... die allerschlechteste Kartenfarbe. Dann gibt es ja blau, lila und golden ist, glaube ich, gesagt, legendär. So, Belohnungskartenfortschritt. Sammle zum Freischalten von Timber 105 Hüterkarten. Boah, 2,10. Der kostet 10. Boah, was ist das für ein Viehmann? Okay, ich kann hier nämlich nichts aussuchen, sondern bekommen natürlich alle. Ich würde auch gerne mal wissen, was ist, wenn wir jetzt... Wir haben die beiden jetzt voll. Was passiert, wenn ich noch eine davon ziehe? Müsste ich eigentlich oben Tinte bekommen. Okay. Du hast genug Karten für deine erste Belohnungskarte gesammelt. Hol sie... Eine Belohnungskarte? Trompeter. Drücke nur auf Karte holen. Okay.
Karte holen. Trompeter betäubt. Diesen Feed habe ich schon oft gegen gekämpft. Ein zwilliger Verbündeter hält plus 1. Und diese olle Betäubung, das nervt wie Sau. Toll, du hast eine. Ja, okay, wo sehe ich denn, welche Karten man als Belohnung bekommt? Na, okay, wir öffnen das mal weiter. Wir checken mal. Please, irgendwas Seltenes oder so. Oh, was? Direkt Legendäre! Direkt Legendäre oder was? Beschwert neben einverbündeten Fernkampfhelden zwei Fußsoldaten. Die Karte hatte ich aber doch schon. Wie selten ist legendär, Leute? Mal ganz ehrlich. Ja? Belohnungskarten Fortschritt. Ja, die Karte Unrat Anwärter kann ich auch gut gebrauchen. Habe ich jetzt Tinte bekommen? Ich meine, die Karte hatte ich nämlich schon. Egal, wir machen mal weiter. Okay, Staubteufel, Steinling und Antreten. Rücke einfällt. Okay, gut. Staubteufel ist nice, nehme ich gerne. Und den Steinling Elementar, da gibt es auch coole Elementardecks. So, aber steht nicht, dass wir irgendwas an Tinte bekommen haben, oder? Oh, Zeit für den Hammer. Nice, das freut mich sehr, weil ich habe ja mein Hammer-Deck momentan am Laufen. Deswegen, der Hammer ist immer sehr cool, kostet gar nichts. Und da gibt es immer coole Hammer. Okay, auch hier, Trompeter, kriegen wir nochmal Belohnungsfortschritt. Okay, nächste Packung. Gewöhnliche Karte mal. Ratte. Das war ja wohl voll der Müll. Jetzt haben wir eigentlich hier den Dornbusch. Was ist mit dem jetzt? Können wir den jetzt in Tinte umwandeln? Wir müssen das gleich mal checken. Nächste Packung. Deckung, Lebensstaub, Fußsoldat. Halt einen Helden um 4, vernichtet einen zufälligen Verbündeten Irwisch. Das kostet ziemlich viel. Naja, okay. Vielleicht, wenn man diesen großen Baum hat, der 10 HP hat, könnte man damit vielleicht dann wieder richtig schön hochheilen, ne? Nächste Packung. Vergiftet alle Helden. Alle Helden. Alle Helden erhalten... Nice, davon hatte ich noch gar keine Karte. Das ist natürlich das Beste. Next. Phantomdeckung und Petarde. Habe ich alles schon, aber okay. Nehme ich mit. Letzte Packung schon, Leute. Das gibt's doch nicht. Letzte Packung schon. Neues Leben. Zieht eine Karte aus deinem Ab. Oh, cool. Das ist nicht schlecht. Aber 3 ist auch nicht gerade so billig, würde ich sagen. Ne? Okay, wir schauen mal, ob wir hier jetzt Karten haben. Ach, okay, warte mal. Hier, jetzt sehe ich das. Unsere Ratensammlung. Sammle zum Beispiel von Ratkarten. Okay, das sind alles diese Ratkarten. Und diese hier kriege ich vielleicht danach, ja? Oder wie sieht man das? Was ist das denn? Lobrede halte eine Königsmacher-Karte. König Bastione. Okay, wie können wir die... Geh mal zurück. Rat. Haben wir irgendwas... Was ist hier? Achso, das bedeutet wahrscheinlich Ausrufezeichen, dass wir das neu haben. Ne? Aber ich das mit dem Staub, Leute, mit der Tinte. Entweder hatte ich alle Karten wirklich noch nicht gehabt, sodass ich keine Tinte bekommen habe. Aber ich glaube, ich hatte vorher auch 214 Tinte. Ich meine, ist ja auch cool. So habe ich jede Karte jetzt zumindest ein paar Mal bekommen. Dunkelelfen, da habe ich auch ein paar Karten. Oh, Leute. Wir brauchen mehr Karten. Wo kann ich denn sehen, wenn ich eine Herstellung im Gange? Okay, das haben wir. Wir können ja auch, wie gesagt, ich denke, dass es direkt selber in Tinte umgewandelt wird, wenn wir diese Karte schon einmal gehabt hätten. Wir haben 214, ist nicht viel. 8 Minuten noch zum Freischalten. Aber ich würde sagen, ein Kampf lohnt sich jetzt nicht mehr. Wir lassen es mal so bei dem Opening. Oh, Leute. Das hier, das reizt mich. Habt ihr euch das gegönnt? Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so stehen. Wie gesagt, Bob Academy 2 wird immer ab und zu aufgeräumt, kommt rein. Und ich baue mir jetzt ein cooles Deck. Vielleicht kann ich irgendwas Geiles ändern. Und dann gehen wir in den nächsten Kampf in der nächsten Folge. Zum Livestream, es wird mir sicher auch mal wieder einen Livestream geben. Werde ich aber auf YouTube ankündigen oder auf meinem Twitch-Kanal. Unten einfach immer mal gucken in die Kanalbeschreibung, wann ich online bin. So Leute, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.